Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Splatoon Online bei eurem Feuerstachel. Heute schauen wir uns die neu erschienene Map an, nämlich das Blauflossendepot. Und wie die aussieht, sehen wir nach dem Schnitt. Bis gleich! Und der Kampf beginnt. Hoffentlich in der heute neu erschienenen Map von Nintendo, nämlich dem Blauflossendepot. Und ja, liebe Leute, da ist sie auch gleich schon. Man kennt sie vielleicht schon aus dem Story-Modus. Da hat man sie nämlich zuerst gesehen, meistens mit Octoling-Matchen oder beim Tinferno-Bomber. Es ist eigentlich eine ziemlich komplexe Map, wo man auch an vielen Orten scheitern kann. Wie zum Beispiel, ich demonstriere es jetzt einfach mal. Oh, ist das ein schöner Tag, hier kann ich als Quid durchschwimmen. Oh, oh, nein, 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 nein. Bäm, und schon ist man down. Also man soll hier echt aufpassen, wo man hintritt, also ansonsten kann es echt schnell enden. Und das wollen wir, denke ich mal, nicht. Ich habe jetzt einfach mal die Airbrush LG genommen, weil ich mir gedacht, bei der neuen Map-Vorstellung muss man ja nicht unbedingt neue Waffen auch noch gleichzeitig mit reinbringen. Haben wir mehr Parts, mehr Waffen und mehr Spaß. Außerdem kann ich mit der Airbrush LG besser umgehen, als mit so mancher Waffe, die ich zeigen hätte wollen oder hätte müssen. Ja Leute, deswegen habe ich mir gedacht, komm, gönnen wir uns einfach den Spaß, dann haben wir eine neue Map und ich habe meine altgeliebte Waffe. Weil ich mag die Airbrush LG eigentlich wirklich. Sie ist eigentlich meine Lieblingswaffe, doch im letzten Part habe ich ja den Junior Glexer vorgestellt. Der ist eigentlich auch richtig nice, Leute, muss ich wirklich sagen. Also der gefällt mir auch wirklich sehr. Ich zweifle jetzt gerade, ob die Airbrush AG wirklich meine Lieblingswaffe bleiben wird oder ob ich vielleicht zur Junior Glexer übergehe. Ich weiß es nicht. Muss man mal ansehen. Muss man mal anschauen. Vielleicht. Aber ich denke, fürs Erste bleibt die Airbrush AG meine Lieblingswaffe. Weil, hallo, die Punktzahlen. Den Tinferno als Spezialwaffe und die Tintenmine als Subwaffe, was kann man besseres haben? Vielleicht den Junior Glexer, aber das ist noch nicht so geklärt. Ja, das Blauflossendepot ist wirklich eine ziemliche Map mit ziemlich vielen brüchigen Stücken, wie ihr gerade gesehen habt. Diese brüchigen Stücke meine ich die Dinger da oben, wo man einfach durchjumpen kann als Squid. Und dann springt man meistens ins Wasser hinab, deswegen sollte man das möglichst vermeiden. Nochmal den Inferno verwenden. Die Map ist auch ziemlich weitläufig. Es gibt ziemliche enge Passagen und davon aber viel zu viele. Deswegen, man muss aufpassen, wo man hingeht. Na, hast du gedacht, ne? Okay, das war einer von uns. Gute Sache. Ich wurde bis jetzt, glaube ich, noch kein einziges Mal gekillt. Und das soll auch so bleiben. Komm, 52 Sekunden. Das schaffen wir. Aber ich kill auch nicht allzu viele. Ich latsche einfach durch die Gegend und denke mir so, tralalala. Aber richtige Gegnerkonflikte habe ich gerade noch nicht. Gefällt mir eigentlich, aber manchen gefällt es sicher nicht. Jackenaut. Oh, das ist mein Team. Netter Abonnent, dankeschön. Okay, Leute, dann versuchen wir nochmal das Beste rauszuholen. Die Map ist nämlich ziemlich neu für mich. Ist es wirklich eine Umgewöhnung? Ja, jetzt wurde ich gekillt. Aber die kam von beiden Seiten. Benjamin von der einen Seite. Und der andere Genosse, dessen Namen ich gerade nicht lesen kann, von der anderen Seite. Es gibt auch noch schlimmere Passagen als diese hier, aber ich denke, dazu wird es noch nicht kommen. Oder ich zeige es einfach mal. Zum Beispiel, wenn man hier lang latscht. Hier kann man sich wirklich eine Zeit lang gar nicht schnell bewegen und muss wirklich darauf achten, dass man nicht in den Squid geht. Ansonsten war es das für einen. Was ich jetzt unbedingt nicht empfehlen würde, Leute. Also den Squid hier möglichst vermeiden, wenn es nicht unbedingt notwendig ist. Und hätte ich am Ende wahrscheinlich nicht ganz so sehr rumgespaßt und hätte noch was eingefärbt, hätten wir wahrscheinlich noch gewinnen können, aber... Ja. Hätte, wenn und aber, gibt's nicht. Ich war der Beste aus meinem Team und hätte ich die plus 300 Punkte bekommen, wäre ich auch der Beste neben ungefähr beim Zweiten aus dem Siegerteam gewesen. Nette Sache. Und der Kampf beginnt diesmal wieder im Blauflossendepot. Na, meine Vermutung am Anfang war richtig, also wechselt es sich anscheinend jetzt immer wieder ab, das wäre echt nett. Okay, dann schauen wir mal, ob wir diesmal mehr Punkte oder beziehungsweise auch mehr Kills holen können als beim ersten Mal. Wäre auf jeden Fall nett, weil jetzt kennen wir die Map ja schon ein bisschen und können uns hier besser zurechtfinden. Komm, erstmal auf dem mittleren Steg entlang wandern, hier runterjumpen und hier alles mitnehmen, was geht. Problem ist, man muss aufpassen, sich nicht überall als Squid rumzutreiben, weil dann... ist man eigentlich hier gut beraten. Da kann man nämlich an wenigen Orten mehr getötet werden. Das heißt, wenn man einfach hier so rumlatscht und dauernd umherballert, ist man eigentlich am besten beraten, weil dann kann man weder bei den holprigen Passagen
noch bei den normalen gekillt werden. Okay, das hat irgendwie einen Widerspruch. Weil wenn ein Gegner jetzt einfach auf einen zurennt und sagt, ja, der steht gerade so praktisch da, nehme ich den mal mit. Dann kann man natürlich trotzdem noch gekillt werden, aber ihr wisst, was ich meine, oder? Ihr wisst, was ich meine. Okay. Dual Flasche ist schon eine gute Sache, aber bitte nicht gegen mich verwenden. Dankeschön. Okay, ich habe schon 243 Punkte innerhalb der ersten Minute gesammelt. Ich will sagen, das ist ein schlechtes Ergebnis, aber ich mache es jetzt einfach mal nicht, um euch noch die Hoffnung zu lassen, dass wir hier halbwegs was reißen können. Aber ich glaube, die Hoffnung ist spätestens jetzt auch schon weg. Aber ihr seht, man kann ja an vielen Orten sterben. Das heißt, passt auf, wo ihr hingeht, meine Freunde. Ich will hier keine toten Kameraden haben. Ist wirklich so. Das ist einfach nur bitter, wenn welche sterben. Den habe ich doch gesehen. Ich habe auf den gefeuert und... Na gut, muss ich sagen. Tendersecklexer hat mehr Feuerkraft, deswegen... Wenn wir nah bei dem dran sind und wir haben einen etwas gestreuten Schuss, erwischt er mit seinem geraden Schuss uns öfters und dank der stärkeren Feuerrate hat er uns dann auch sogar down. Bitter, aber leider wahr. Okay, dann kämpfen wir uns halt hier vor und versuchen noch das möglichst Beste daraus zu machen. Weil ich denke, das möglichst Beste daraus machen, das ist eigentlich immer unser Motto. Okay, komm, gönnen wir uns hier noch ein bisschen was. Ich brauche mein Tinferno, dann kann ich hier noch ordentlich was reißen. Bitte gib mir mein Tinferno, meine Tinferno. Danke, 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 danke. Okay, gute Sache. Das sind Haftbomben von uns, deswegen sollen uns erstmal nicht stören. Da würde ich sagen, hier noch ein Färben und dann... ich wage mich mal in den gegnerischen Bereich vor. Ich glaube, das war ein Selbstmordkommando, aber anscheinend ist es bis jetzt noch gut gegangen. Deswegen, jo, einfach mal einsplitten. Nette Sache. Gut, haben wir das hier mitgenommen. Das heißt, die Gegner sind gerade aktiv am Rumballern in unseren Bereichen. Eigentlich gar nicht so gut, wenn man es mal so betrachtet. Okay, da ist Lenky. Netter Abonnent. Komm, helf mir mal hier oben noch ein bisschen. gleich kommt ihr bestimmt wer. Gleich kommt ihr bestimmt wer und nimmt uns heimtückisch von hinten mit. Oder da oben. Okay, komm, da noch was einfärben im Inferno. Gute Sache. Komm, andere Hälfte noch. Da kommt er wieder, da kommt er wieder. Okay, einfach nur wegrennen war zwar nicht die beste Opportunity, aber immerhin wurde ich nicht mehr gekillt. Muss man mal so betrachten. Okay, sieht ziemlich... Nee, wir haben gewonnen, oder? Ja, wir haben eindeutig gewonnen. 11 Punkte im Vorsprung. Das war schon eine bessere Sache als beim ersten Mal. Ich war knapp unterm Jackenhaut. Ich glaube, mein Team bestand nur aus meinen Abonnenten. Leute, das haben wir super gemacht. Ja, der Part ist zwar etwas kurz, aber auch knackig und gerade deswegen. Wenn euch der Part gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben, damit zu unterstützen und es mich auch gleichzeitig wissen zu lassen und wie immer könnt ihr mich kostenlos abonnieren, um nichts von meiner Wenigkeit jemals mehr zu verpassen und wie immer, wir sehen uns wieder im nächsten Part. See you, Leute, euer Feuerstachel, haut rein und ciao. Und ja, der wird länger werden.